Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren Star Wars The Black Series Figuren-Review. Heute direkt aus dem Star Wars Galaxy's Edge für euch hierher gekommen. Naja, an dieser Stelle danke an Hasbro, denn die haben den Transportweg hier gemacht vom Galaxy Edge. Also wieder eine schöne kleine Figur für euch Star Wars-Fans. Heute zeige ich euch den guten Commander Pyre. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich denke mal, das dürfte soweit richtig sein. Ein Commander, der Ordnung, der einen ganz anderen Farbton hat, wie die normalen Sturmtruppler. Ja, ihr seht schon, er kommt in der typischen Star Wars The Black Series Verpackung daher, vorne mit dem Window und hier natürlich nochmal schön dieser Stempel, ne, Transported from Star Wars Galaxy Edge Trading Outpost. Wirklich sehr nice und ich glaube, das Star Wars Galaxy Edge, ne, das ist im Disneyland, ne? Ja, ich glaube schon. Sehr, sehr genial. Das Ganze natürlich von Hasbro ab 4 Jahren aufwärts und ihr seht auch hier unten drauf nochmal ein schönes Bild von Commander Pyre. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der Seite seht ihr auch nochmal schön Star Wars Galaxy Edge Trading Outpost Commander Pyre. Das Ganze ist auch wirklich so ein bisschen, ja, auf, keine Ahnung, sieht aus, als wäre das auf Tatooine. Das gefällt mir ganz gut. Hier unten auch noch mit diesem Logo. Auf der Rückseite haben wir unter anderem hier auch nochmal eine kleine Bio. Das Ganze unterlegt nochmal mit dem Artwork von der Frontseite. Ne? In verschiedenen Sprachen und unter anderem auch hier auf Deutsch steht hier drauf, Commander Pyre, ein Sturmtrooper-Offizier der Ersten Ordnung, hebt sich durch seine schwarz-goldene Rüstung von den Legionen identisch ausgerüsteter Soldaten ab. Ja, das stimmt. Die anderen sind weiß, er in Gold. Ich denke mal schon, dass er auch neben Phasma wirklich sehr, sehr cool aussieht. Ansonsten gibt es hier drauf nicht mehr wirklich viel zu sehen und ich würde sagen, lasst uns den Commander jetzt mal auspacken und gucken, was Hasbro hier für eine schöne Farbgebung uns präsentiert. Tja, und ich muss sagen, ich hätte persönlich nicht gedacht, dass mir diese goldene Farbe hier am Sturmtruppler sehr gut gefällt. Ich hatte euch ja schon mal den karbonitfarbenen Sturmtruppler gezeigt, der war irgendwie auch ganz cool. Also wenn ihr auf so ein paar kleine Variationen steht, dann ist der hier auf jeden Fall was für eure kleine Black Series Sammlung. Ansonsten, er ist natürlich trotz alledem relativ schlicht gemacht. Ihr seht ja, dass seine Rüstung hier normal in Gold und in Schwarz-Grau gehalten ist. Natürlich jetzt nicht mit großartigen Highlights. Aber das Sculpting, das kennen wir natürlich schon von den anderen Sturmtrupplern, dass es beibehalten worden und sieht trotz alledem natürlich sehr, sehr schön aus. Angefangen das Ganze hier natürlich mit dem typischen Erste Ordnung Helm. Ne? Das sieht ganz gut aus. Da sind die Details auf jeden Fall auch wieder sehr schön dran gemacht worden. Das gefällt mir. Dann haben wir hier natürlich an der Seite hier diesen Schulterpauldron, ich glaube, so heißt es, ne, halt für den Commander. Das Ding ist hier wirklich aus einem sehr, doch harten Plastik auf jeden Fall gemacht. Ne, minimal flexibel, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Und auch das ist halt nur in diesem Schwarz-Grau gehalten. Aber das gefällt mir. Ansonsten, ihr kennt ja nun alle die Rüstung der Ersten Ordnung, wenn ihr Star Wars-Fans seid. Ne, alle Details sind hier auf jeden Fall dran vorhanden und sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Ne, auch hier an der Seite finde ich das ganz nice mit den ganzen Taschen hier nochmal, die allerdings auch hier nur in diesem normalen Plastik die grau gehalten sind. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, schöne Rüstung nach wie vor hier im Gold. Ne? Kann man sich das Ganze ruhig mal geben. Sieht nice aus. Ja, waffentechnisch natürlich hier noch sein Blastergewehr mit dabei, was ich ihm jetzt hier in die Hand gedrückt habe. Das natürlich passend zur Rüstung hier auch in Gold bemalt wurde. Ne? Okay, kann man machen, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, ja, ist nicht jedermanns Geschmack. Also ich finde es auf jeden Fall ganz nice gemacht. Und auch da natürlich Black Series typisch die schönen Details mit dran. Na, auch hier nochmal habt ihr dieses ausklappbare Frontteil hier, was hier angedeutet wurde, das gefällt mir ganz gut. Obendrauf dann natürlich hier noch die Zielvorrichtung. Ne, auf der Seite das Ganze dann halt nochmal so. Schöne Details. Ne? Ich mag auch da irgendwie diesen Gold- und Schwarzton sehr. Das passt schon soweit. Das sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ansonsten hat er natürlich noch eine kleine Blasterpistole mit dabei, die jetzt hier aber im normalen Plastik schwarz gehalten ist. Also da ist kein Grau mit dabei. Aber auch da nach wie vor natürlich schöne Details mit dran. Und ihr seht ja auch hier, genauso wie beim Blastergewehr, ist hier so ein kleiner Nupsi an der Seite. Das heißt, ihr könnt die Waffen natürlich auch noch hier an euren Sturmtruppler hier an die eine Seite des Oberschenkels befestigen. Denn da, wenn ihr mal ganz genau hinguckt, seht ihr auch hier ist nochmal so eine kleine Vorrichtung mit so einem kleinen Schlitz, wo dann halt zum Beispiel hier die Pistole halt reingedrückt werden kann. Und ich würde sagen, die Pistole gehört da auch mehr rein als dann halt ja das Gewehr. Das passt nicht so ganz. Ne? Also die Pistole da rein, dann sieht das Ganze ganz nice aus und das Blastergewehr halt dem Commander hier in die Hand gedrückt. Und ich denke mal, so kann er sich dann auf jeden Fall auch sehen lassen in eurer kleinen Star Wars Black Series Sammlung. Schöne Figur, ne? Allerdings, liebe Leute, ist da nicht wirklich mehr viel mit dabei. Das war es dann nämlich eigentlich auch schon. Und das heißt, wir gucken uns jetzt nochmal fix hier die Beweglichkeit an, denn das muss sein. Gerade hier durch sein Schulterpolster ist da nämlich eine kleine Einschränkung mit dabei. Aber ich denke mal, der Rest ist natürlich auch hier typisch Star Wars.
Wars The Black Series. Der gute Commander hat seinen Kopf hier auf einem Kugelgelenk sitzen, da ist aber die Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt, denn dieser Schulterpauldron, der ist hier natürlich sehr im Weg, weil er auch sehr dick halt ist. Dadurch können wir eigentlich seinen Kopf nur 360 Grad drehen und eine minimale Beweglichkeit hoch und runter ist hier ja gegeben, aber das war es dann halt auch. Genauso eingeschränkt ist dann natürlich auch hier die Schulter. Wir können sie nämlich nur so weit nach außen bringen, aber nach vorne, wenn wir jetzt irgendwie zielen wollen, ist da nicht wirklich viel mehr Spiel. Dann können wir hier schon eher ein bisschen mit dem Ellbogen halt arbeiten. Ansonsten geht das halt nicht, ne? Weil wie gesagt, es ist ein bisschen zu hart und nicht sehr flexibel. Auf der anderen Seite, die Schulter geht natürlich hier wieder sehr schön rein und auch hier unter die Rüstung. Da hat Hasbro wieder schön mitgedacht. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben hier eine Oberarmbeweglichkeit ist hier, glaube ich, gar nicht drin, oder? Nee, Oberarmbeweglichkeit existiert hier tatsächlich nicht. Dafür haben wir aber ein einfaches Ellbogengelenk und in diesem Ellbogengelenk ist natürlich auch hier noch diese Armbeweglichkeit mit drin. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gut. Genauso wie die Hände. Ihr könnt sie 360 Grad drehen und natürlich auch ein bisschen kippen. Das finde ich auch sehr nice. Leider keine austauschbaren Hände mit dabei, aber ich denke mal, das braucht der Commander auch nicht, denn mit beiden Händen könnt ihr beide Waffen hier perfekt in die Hand bringen und das ist sehr nice. Eine Oberkörperbeweglichkeit habt ihr schon gesehen, ist natürlich separiert hier unter dem Panzer. Na, die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt die nach links und rechts drehen, theoretisch 360 Grad drehen. Das gefällt mir sehr gut. Das Ganze löst dann so gesehen die Hüftbeweglichkeit ab, denn eine Hüftbeweglichkeit hat er nicht. Dadurch halt diese Beweglichkeit, das denke ich mal, dürfte auch gehen. Ja, die Beine im Split. Würde ich sagen, das ist ein Riesenproblem, denn hier kommen jetzt natürlich die Taschen in den Weg und ihr seht das hier auch tatsächlich weiter als so geht das nicht. Ne? Also da habt ihr dann komplett eine Einschränkung, das ist leider sehr, sehr schade. Eine Oberschenkelbeweglichkeit hatte aber mit am Start. Die Beine könnten wir jetzt nach vorne bewegen, ne? Das geht dann ungefähr so. Da passt aber auf, ihr seht das hier an der Seite mit den Taschen, ne? Da sieht das Ganze dann ein bisschen unschön aus. Also auch da ein bisschen vorsichtig. Wir haben hier doppelte Kniegelenke, die auch sehr steif sind, aber die funktionieren ja auch wirklich sehr, sehr gut. Das mag ich. Na, und ansonsten halt die Füße auf den typischen Hasbro-Gelenken, die wir schon kennen. Ihr könnt sie nach hinten und nach vorne biegen und natürlich auch hier den Ankle-Pivot, die seitliche Beweglichkeit. Das ist alles soweit mit dabei. Also, ein bisschen steif, der gute Commander, aber ich muss sagen, ansonsten ist er wirklich gar nicht schlecht gemacht. Und rein von der Optik her, muss ich sagen, gefällt er mir ganz gut und da bin ich echt mal auf eure persönliche Meinung gespannt. Tja, und mehr kann ich euch nicht zeigen. Das ist er, der gute Commander Pyre, direkt aus dem Star Wars Galaxy's Edge. Danke nochmal an Hasbro für diese kleine, schöne Figur. Und ja, ich bin mal gespannt, wem diese Farbgebung gefällt. Habe ich den Namen eigentlich richtig ausgesprochen? Also er wird P-Y-R-E geschrieben. Also ich würde sagen, er heißt Pyre. Aber na, wie gesagt, ihr seid da ein bisschen versierter drin und könnt mir das natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch die Figur gefallen hat, dann natürlich ein Däumchen nach oben, liebe Leute. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Also danke fürs Zuschauen und wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und möge die Macht mit euch sein.